Hallöchen und willkommen back zu einem neuen YouTube-Video von mir. Oh, meine Kamera hat nur einen Akkubalken. Ich habe heute nämlich meinen Abschluss. Ich muss in 1,5 Stunden los. Ich weiß, der Anfang ist auch ein bisschen random. Aber ja, ich bin tatsächlich ein bisschen im Zeitstress. Ich war jetzt schon komplett duschen. Ich habe mich in jeder Ritze, in jeder Ecke habe ich mich rasiert. Meine Augenbrauen habe ich gewaxt. Jetzt mache ich meine Skincare erst. Ja, wir haben 15.30 Uhr und um 17 Uhr muss ich los. Ich muss mich umziehen, ich muss mich schminken, ich muss mein Kleid anziehen, alles drum und dran. Und ja, heute habe ich einfach meinen Abschluss und das ist so verrückt. Es ist unfassbar verrückt, weil die Zeit ging jetzt so unfassbar schnell vorbei. Oh, ja doch, ich mache mein Skincare zuerst. Dann ziehe ich mich um und dann mache ich meine Haare und mein Make-up. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Reihenfolge und dann lade ich meine Kamera auf und mache währenddessen TikToks, Insta-Stories, weil ich will euch natürlich überall mitnehmen. Ich habe sogar Transitions gemacht. Ja, damit ich einfach alles so für mich auch einfach festhalten kann. Ich habe auch sehr viele Nachrichten von euch bekommen nach meinem letzten Vlog, dass ihr die Idee cool findet, dass ich auf YouTube eher so Tagebucheintrag mache. Ich glaube, am besten ist, wenn ich mich jetzt erstmal fertig mache und mich dann gleich bei euch melde. Einfach Abschluss gleich. Leute, ich finde es verrückt. Ich finde es verrückt. Ich habe heute auch last minute meine Schuhe besorgt, weil ich habe keine Schuhe gefunden. Ich habe nirgendwo Schuhe gefunden und jetzt war ich dann ganz schnell in einem Schuhladen und habe da noch welche gerade gekauft. Zum Glück habe ich welche gefunden. Mein Akku ist voll, meine Haare sind fertig. Ich habe natürlich wieder meine Lieblingsfrisur gemacht. Ich finde die so schön. Und ich bekomme immer unendlich viele Komplimente dafür. Deswegen dachte ich mir, mache ich die jetzt auch einfach mal für meinen Abschluss. Ja, ich habe heute, obwohl man das nicht machen sollte, neue Sachen ausprobiert. Ich hasse das. Immer wenn ich neue Sachen ausprobiere, wird es gut. Aber jetzt gerade, bis jetzt, ist es noch ganz gut. Ich habe diese Foundation hier probiert. Von Charlotte Tilbury. Weil ich einfach ein bisschen heute mehr Coverage möchte. Und ja. Bis jetzt sieht die ganz gut aus. Also es war bis jetzt noch kein Flop. Und wir haben 16.10 Uhr. Ich muss um 17 Uhr los. Ich muss mein Kleid noch anziehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das so schlau war, mich jetzt erst zu schminken und dann mein Kleid anzuziehen. Ich glaube, es war eher nicht so eine schlaue Idee. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird richtig witzig. Ich weiß nicht warum, aber wow. Ich glaube, das wird irgendwie... Also ich freue mich irgendwie, aber ich bin trotzdem auch ein bisschen traurig. Ich weiß nicht warum, tatsächlich. Also es liegt nicht mal an der Schule, vielleicht weil ich ein Gewohnheitsmensch bin und da so alles kenne, habe und so. Aber ich glaube, ich werde einfach meine 2, 3 Freunde davon missen, die ich da nicht mehr haben werde. Das wird mich sehr traurig machen. Aber wir werden nicht weinen, weil, weiß ich nicht, ich war nie so ein Schulliebhaber. Also ich bin kein, ich gehe nicht gerne in die Schule. Warum, weiß ich tatsächlich auch nicht. Es ist einfach nicht so mein Ding. Ich glaube wirklich, meine Ausbildung wird mir viel mehr gefallen und das ist eher so mein Ding. Das sind ja auch 2 komplett verschiedene Sachen und ja, ich muss auch in die Berufsschule, aber das ist kein Vergleich zur jetzigen Schule. Ich kann einfach nicht glauben, dass ich gleich mein Endzeugnis in der Hand habe und einfach mit der Schule fertig bin. Ich bin einfach fertig mit der Schule. Das ist so krass irgendwie für mich. Bei uns läuft das ja so ab, dass wir uns alle um 17.30 Uhr treffen, Fotos machen. Um 18 Uhr fängt das dann an. Wir haben so irgendwie so, also ein paar Klassen haben so ein Programm, wir nicht. Aber es wurden 3 Leute von uns, zum Glück nicht ich, von unseren Klassenlehrern ausgesucht. Und keiner von uns weiß, was die machen müssen. Also irgendwas müssen die 3 auf jeden Fall machen. Und ich bin sehr froh, dass ich es nicht machen muss, weil ich sowas... Dann müssen wir alle hochgehen und wir laufen ja auch zu Liedern, also es gibt so Gruppen, 5 Leute und die müssen dann halt mit einem Lied hochlaufen und das war so ein Struggle, weil jeder immer was anderes wollte. Wir hatten, glaube ich, 5 verschiedene Lieder. Wir haben uns dann irgendwie auf Kiss It Better von Rihanna entschieden, also geeinigt. Ja, ich finde es ganz okay, also es war jetzt nicht meine Wahl, die haben es auch low-key, ohne mich zu fragen, entschieden, aber ist mir egal. Ist okay. Ist jetzt kein doofes Lied. Deswegen beschwere ich mich auch nicht. So, ich bin ready geschminkt. Wie finden wir es? Bisschen ungewohnt.
Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Ich habe eine neue. Obwohl, wartet mal, ich sehe ja nichts irgendwie. Doch, es. Bisschen Abpuder noch. Aber das ist mein Make-up. Ich finde es schön. Also, ich finde, es geht. Wer schreibt mir denn hier? Ich glaube, meine Italienerin. Meine Italienerin. Fertig. Fertig. Ich habe meine Schuhe an. Ich habe meine Lippen gemacht. Jetzt gleich geht's los, Leute. Noch 20 Minuten und dann gehen wir los. So, Leute, ich bin jetzt ready gemacht. Ich muss noch. Oh. Ich muss mein Parfüm noch machen. Ich muss mein Parfüm noch drauf machen. Nicht die Tür zu. Ich muss mein Parfüm noch drauf machen. Ich wollte mein Outfit zeigen. Das ist mein. Es sieht toll aus. Aber ich muss mein Parfüm jetzt noch drauf machen. Oh mein Gott. Ich bin wieder zu Hause. Wir haben 22 Uhr. Ich habe jetzt gerade meine Schuhe ausgezogen. Ich hatte die jetzt 5-6 Stunden an. Ich hatte noch nie lange oder hohe Schuhe an. Und ich habe so einen Plattfuß. Ich spüre meinen Fuß gar nicht mehr. Oh Gott, mein Fuß ist einfach taub. Und mein Make-up ist auch schon sehr verranzt. Aber Leute, ich habe meinen Abschluss. Ich habe ein Zeugnis. Und das war echt irgendwie ein bisschen traurig. Aber ich habe nicht geweint. Wir waren gerade noch Sushi essen. Und ich habe einfach... Ich habe eine Rose bekommen. Und mein... Abschlusszeugnis. So stolz. Jetzt soll ich euch mal meine Noten verraten. Und ja, für mich ist das gut. Ich muss sagen, das ist besser als das Zeugnis, mit dem ich mich beworben habe. Also das ist mein bestes Zeugnis tatsächlich, ja. Und für die ein oder anderen ist es jetzt nicht so gut, aber für mich ist es gut und ich bin stolz auf mich. Und wie gesagt, ich bin nie so ein Mensch. Ich habe nie gelernt. Ich wusste nie, wie Lernen geht. Ich hatte keinen Bock auf Schule. Ich habe trotzdem immer durchgezogen. Und ich war so dieser Normalfall in der Schule einfach. Ich lese euch jetzt meine Zeugnisnoten durch von meinem allerletzten Zeugnis. Sind wir bereit? Wir sind bereit. So, Deutsch, E-Kurs 3. Englisch, E-Kurs 3. Mathe, G-Kurs. Aber ich bin ja geflogen, weil ich einfach keine Mathe kann. 4. Physik, E-Kurs 3. Chemie 3, das war von Klasse 9 noch, das kam jetzt auch noch dazu. Biologie 3, ich dachte tatsächlich eine 2, aber ist nicht so schlimm, tatsächlich. Geschichte 3, Technik 2, Wirtschaft 3, Hauswirtschaft 3, Religion 3, Sport 1, meine erste 1 seit langer, langer, langer Zeit, tatsächlich. Ja, ich freue mich über die 1, auch wenn es ist Sport, es ist nicht wichtig, aber es ist eine 1, okay? Kunst 2, Musik 2, Arbeitslehre 2 und Spanisch 4. Die Frau hat mir mal wieder nichts gegönnt, aber egal, die Zeit ist jetzt vorbei. Ich habe 4 Zweien, für mich ein Erfolgserlebnis und eine 1. Toll. Ich hab's einfach geschafft. Ich bin fertig mit der Schule. Ich habe keine Schule mehr. Als ich auch dort saß, wir saßen 2,5 Stunden gegen diese Vorführung und alles drum und dran. Ich hab's gar nicht realisiert, dass ich gerade hier sitze und dass ich nie wieder zur Schule muss. Nie wieder. Ich bin fertig. Dieses Kapitel ist abgeschlossen für mich. Ich bin fertig damit. Das ist verrückt. Meine Lehrerin hat auch geweint. Die Maus hat noch so ein Foto bekommen mit uns früher und uns jetzt. Und dann habe ich von meinen Eltern noch dieses Buch bekommen. Für mich geht's einfach nach London. Meine Eltern haben mir zum Abschluss eine dreitägige... Da ist man aus der Schule raus und kann schon wieder nicht mehr reden. Ich bin für 3 Tage tatsächlich in London, ja. Ich kann es aber nicht glauben. Meine Mutter und ich hatten das einfach mal so spontan im Raum geworfen und haben gesagt, ja, lass das mal machen. Und deswegen, ich wusste auch schon, dass ich das bekomme, aber ich bin vor Freude XXL. So groß. Ich freue mich so. London. Und wir machen das auch noch in den Ferien. Und ich habe euch schon gesagt, die Ferien werden krass voll, krass ereignisreich. Sehr viel passiert. So viele schöne Sachen mache ich. So dankbar jetzt schon für alles. Und dann habe ich auch noch Blumen bekommen, die zeige ich euch gleich. Aber ich bin nicht hingefallen. Ich war aber so schweißgebadet. Also meine ganzen Füße haben geschwitzt. Und ich hatte Angst, dass ich hinfalle. Aber ich bin gut gelaufen. Eine Freundin hat mich auch gefilmt und ich sah einigermaßen gut aus und nicht wie eine Ente. Also ich bin echt sehr stolz auf mich und wir haben auch ganz viele Fotos noch gemacht. Ich auch mit meinen Freunden.
Ich bin schon ein bisschen traurig. Ich zeige euch jetzt aber mal die Blumen. Die sind so schön. Ich hab mir die Blumen gewünscht. Die sind so schön. Leute, ich bin so dankbar für alles. Und Loki happy, Schule vorbei, aber Loki traurig, weil meine Babys sehe ich nicht mehr. Das ist wirklich ein bisschen dramatisch und ein bisschen schlimm für mich, aber auch das überstehen wir. Und ja, ich lege mich jetzt in mein Bett, werde schön davon träumen und ach ja, ich bin wirklich einfach nur, der Tag war echt schön. Teilweise haben auch so viele Leute so kranke Kleider angehabt. Es war echt krank, aber schön, halt sehr viel, aber schön. Eine, also die hatten auch so viele verschiedene Lieder, ne? Bei manchen dachte ich mir, voll geil, so Tupac, so ein Zeugs. Und dann einmal war dieses, ist mir egal, egal, fühle ich. Dann haben die Lehrer auch noch so irgendwelche Oscars verteilt, haben sich irgendwie so Kategorien ausgesucht, wie zum Beispiel der entspannteste Schüler, die beste in Mathe, die sportlichste, sowas. Und dann haben die immer so 4 Namen von dem ganzen Jahrgang genannt. Und dann hat einer einen Oscar bekommen und dann mussten die so die Bühne hochlaufen zu so einer peinlichen Musik. Ja, und ich gehe jetzt schlafen. Ich gucke mir nochmal die ganzen Bilder an, schreibe nochmal so ein bisschen mit ein paar Leuten hin und her. Und poste auf jeden Fall noch meine TikToks auf, wenn wir 22.30 Uhr haben. Die TikToks von heute müssen noch gepostet werden. Ja, habe ich mir vorgenommen, heute noch hochzuladen. Es sind jetzt so 2 Tage später, aber ich melde mich jetzt auch wieder bei euch. Ich habe mich gestern nicht gemeldet. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs. Also wirklich von morgens bis abends mit 5 verschiedenen Leuten. Ich hatte da wirklich keine ruhige Minute und keine Zeit, mich bei euch zu melden. Schaut euch mal hier meine schönen Blumen an. Hier ist meine Blume vom Abschluss. Das sind noch so alte Blumen. Das sind ja die Blumen von meinen Eltern und die sind traumhaft. Ich bin so verliebt in die. Die sind so unfassbar schön. Und dann habe ich gestern noch Blumen bekommen. Und was ich auch noch sagen wollte, mir haben so viele von euch gratuliert. Erstmal ein riesen Dankeschön an euch. Ich habe unendliche von Nachrichten bekommen. Meine TikToks gehen auch gerade irgendwie durch die Decke vor meinem Abschluss. Also vielen lieben Dank für eure Komplimente, Nachrichten. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich muss auch noch ein paar per DM antworten. Und mir haben auch ganz viele aus meinem privaten Umfeld gratuliert, von denen ich niemals gedacht habe, dass sie mir gratulieren werden. Hat mich auch gefreut. War zwar sehr random und irgendwie auch sehr random tatsächlich. Und von denen ich erwartet hatte, dass sie mir gratulieren, haben mir tatsächlich nicht gratuliert. Ist halt dann so, ist halt schade und hätte ich auch nicht erwartet, aber ich bin ganz happy mit dem, was ich gerade alles momentan habe. Auch diese Blumen, dieser Anblick, der macht mich einfach so glücklich. Mir kam aber auch ein Paket an und das wollte ich jetzt mal ganz flott mit euch auspacken. Das sind Jogginganzüge. Ihr fragt mich auch so oft nach meinen Jogginganzügen, also nach meinem grünen und nach meinem rosanen. Ich verlinke euch die Brand mal unten in der Infobox, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich habe mir auch wieder was bestellt und ich freue mich. Für mich habe ich einmal eine kurze Jogginghose. Ne, eine lange. Das sind ja einmal die Hosen, die haben hier auch so, also die gehen so über den Schuh. Die finde ich total toll. Die habe ich einmal in der Farbe. Dann noch das passende T-Shirt. Oh, das ist toll. Das ist richtig geil. Auch fürs Gym. Finde ich voll gut. Solche Basic-T-Shirts einfach. Die werde ich wahrscheinlich auch fürs Gym benutzen. Das gleiche dann nochmal in Babyblau. Dann habe ich das nochmal in Pink bestellt für die Mia. Die Maus hat nämlich morgen Geburtstag. Dann nehme ich euch natürlich auch mit. Weil sie findet meine Anzüge immer so schön und sagt, dass die einfach voll schön sind. Deswegen dachte ich mir, bestelle ich für sie auch einfach mal ein Set in Rosa. Weil das ist so, Rosa schreit nach Mia einfach. Wir ignorieren jetzt mal die Messe im Hintergrund, aber ich habe es an, Leute, und ich bin verliebt. Also die haben auf jeden Fall irgendwie ein Upgrade gemacht. Ich finde diese Sets noch viel geiler als die, die ich sonst habe. Also ich bin schockiert, weil ich es wirklich richtig schön finde. Guckt euch mal diese Hose an, wie gut die einfach sitzt. Ich liebe das, dass die halt hier keinen engen Gummibund haben. Und das ist das T-Shirt. Und Leute, die T-Shirts werden im Gym gerockt. Weil die sitzen und fitten so unfassbar gut. Ich habe ganz viele Nachrichten jetzt schon wieder, weil ich das auch gerade auf Snapchat meinen Freunden geschickt habe.
Und genau diesen Zweiteiler kriegt Mia in rosa. Und den habe ich auch noch in beige. Und ich glaube, ich muss noch mal eine Bestellung machen, weil diese T-Shirts... Also die T-Shirts, die sind es einfach. Heute ist Mias Geburtstag und ich sitze hier schon an meinem Schminktisch. Wir haben 10:30. Um 11 Uhr werde ich von Mia abgeholt, denn wir gehen ja zusammen frühstücken. Und ich bin gerade noch mitten dabei, mich fertig zu machen. Ich habe jetzt so eine kleine Krise, weil hier oben bröselt mein Make-up irgendwie ab. Also irgendwie setzt sich das voll ab. Das habe ich eigentlich tatsächlich nie. So, das muss jetzt einwirken hier. Auf jeden Fall muss ich Mias Geschenke noch einpacken. Ich habe sie euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Ich kann es ja mal ganz schnell machen. Ich habe ja den Jogginganzug für Mia. Dann bezahle ich ja auch das Frühstück, weil wir gehen ja gleich frühstücken. Und ich habe so ein richtig süßes, kleines Frühstückslokal gefunden. Das sieht so süß aus und ich hoffe auch, dass es vor Ort gut ist, aber es sah echt gut aus online. Mia und ich haben uns so oft darüber unterhalten, dass man ja diese Kärtchen hier ändern kann und man einfach Charaktere aus unserem Leben, also zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, meine Schwester da reinmachen können und einfach so die Leute, die wir kennen, dann wird es, glaube ich, ganz lustig. Oder aus dem Trash-TV, weil wir sind ja Suchtis und kennen da jede Person in- und auswendig und die dann da reinzumachen, wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Und dann einmal Uno, weil Mia und ich sind wirklich immer in der Natur irgendwie, am Sitzen oder am See und dann solche Spiele zu haben. Ich glaube, das ist ganz gut und das ist dann auch so irgendwie so ein bisschen Quality Time und auch praktisch, glaube ich. Ich glaube, das werden wir oft benutzen. Die Sachen muss ich jetzt alle einpacken und in einer halben Stunde kommt die Mia dann. Eigentlich wollte ich noch Blumen holen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt zeitlich noch schaffe. Wow, Leute, ihr glaubt nicht, was das gerade für ein Hin und Her war. Ich kriege auch nicht alles getragen. Meine Schwester hat jetzt schnell Blumen geholt für Mia. Und sie hat so lange gebraucht, dass ich dachte, irgendwas ist passiert. Der Blumenladen ist nebenan. Ja. Und jetzt habe ich alles. Und Mia wartet auch schon. Und jetzt gehen wir zu Mia mit den Geschenken. Mit Blumen. Mit tollen Blümchen. Ja, toll. Okay, komm. Okay. Aber du musst dann eben die Blümchen Ja. Ey, die sind echt schön. Die sind richtig schön. Deswegen, ich habe Angst, dass die kaputt gehen, wenn die zu im Auto. Vor allem, ich habe so gesagt, bitte bunt. Weil bunt ist einfach toll. Ne? Auch rosa Papier halt. Passt halt auch so derbe gut zum voll, Rest. Ne? Voll. Einfach Kopf gemacht. Warte. Wir filmen halt alles mit. Ne? Wir machen kurz ein Ding. Ja, genau. Ach, das war TikTok. Ich dachte, das war Snapchat. Nee. Okay, auch gut. Sollen wir auch auf Snapchat machen? Ja, komm, machen wir bald. Halt auch diese Einpack-Skills, ne? Ich kann sowas nicht. Wir halt auch. Okay, warte, kann ich kurz noch was zu sagen? Okay. Jetzt fängt sie eher mit Rechtfertigen. Okay, fang an. Das ist so, weil wir connecten ja immer mit der Natur und manchmal einfach cool, so Quality-Time und so bodenständig einfach. Und irgendwie auch irgendwie schlau für unsere Aktivitäten. Genau, mach's auch. Erwarte mal nicht zu viel. Und ich habe den Preis vergessen aufzumachen. So ein Profi. Ja, was ist das? Irgendwie ist es ein bisschen unangenehm für mich. Ja, wie schlau du bist. Vor allem, das ist halt auch klein. Und Udo, ich liebe es halt. Ja, ich dachte mir so, wenn wir eh immer so am See sind, da können wir auch einfach mal so... Hey, das können wir auch perfekt mitnehmen. Ja, genau. Und extra so klein. Und dann drucken wir noch die Dinger aus mit... Ja. Real-Life-Charaktere? Ja. Steht wirklich dabei. Genau. Und ich habe auch nicht gedacht, dass Uno so teuer ist tatsächlich. Einfach 13 Euro. Okay. Ah. Weißt du? Ja, ja. Finde ich cool. Dankeschön. Ja, und hier. Oh, und die Farbe finde ich auch toll. Und da dachte ich auch so, ist einfach Mia einfach so. Einfach mal rosa. Was hast du für eine Größe genommen? L. Ich glaube, das ist nicht zu passen. Weil du hast gesagt L. Ja. Dann sitzt er halt ein bisschen oversized, weißt du? Wie du mich auch gestern noch gefragt hast, wie viel kostet das denn? Ja, toll! Genau. Sieht man's? Sieht man's. Man sieht's schon. Okay, ich hab's schon gezeigt. Ach so, okay. Genau. Ja, gut. Ja, cool. Dankeschön. Bitte. Faust? Nein, komm. Oh mein Gott, danke. Das ist so. Ja, sieh. Ja, gut. Da fällt mir sogar hier alles runter. So umarm ich doch, ey. Sie so, umarmen wir uns jetzt an meinen Geburtstag? Ja! Oh mein Gott, sollen wir uns umarmen? Oh mein Gott, okay, warte, drei. Das wird so
steht so ein Tag im Kalender, der schreit sie sich so an. Ja, ich hab Mia umarmt. Oh Gott, umarmen wir uns dann immer? Ja, kümmer, hä? Ja, muss ich sagen. Ja, komm. Dankeschön. Siehst du mal. Und die Blumen auch nach hinten? Ja, ich weiß. Ey, die sind schön. Die sind richtig schön. Die schreien einfach Sommer. Die sind richtig schön. Love it. Nach hinten? Ja, ich hab jetzt das nicht gesehen. Wenn sich gelungen. Legen. Ja, oder? Wieder vergessen, ein Ende zu drehen. Ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden und da ist es mir gerade aufgefallen. Irgendwie vergesse ich das immer, aber ja, das ist jetzt das Ende vom Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Auch einfach, wenn ihr mich supporten wollt. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Ciao!